Hallo Leute, herzlich willkommen zurück hier bei Let's Play Diablo 3. Und heute beginnt unser Part mit einem Gespräch mit Tyrael. Kurz vor ihrem Tod hat Magda behauptet, dass die kaiserliche Wache Lea gefangen hätte. Beim Außenposten von Kasim habe ich entdeckt, dass diese Wachen Schlangendämonen sind, die von Belial befehligt werden. Dann müssen sie den Kaiser gegen seinen Willen festhalten. Ich erschauere, wenn ich daran denke, was Belial mit Lea und ihrer wachsenden Macht anstellen könnte. Unsere einzige Chance, Lea zu retten, ist es, den Kaiser den Klauen der kaiserlichen Wache zu entreißen. Vielleicht kann uns Ashara von den Eisenwölfen zum Kaiser bringen. Ich werde mit ihr reden. Okay, sprecht mit Ashara an den Toren von Kaldeum. Ah, da müssen wir hier wieder runter, genau. Ansonsten alles easy hier, würde ich sagen. Jo, alles super. Moment mal, ich habe schon wieder so viel Geld. Obwohl, na, wir sparen erstmal ein bisschen Geld. Die Truhe ist eigentlich groß genug. Gerade kostet zwar nur 10.000, aber warum das Geld auf den Kopf hauen? So, Ashara ist jetzt scheinbar schon ein bisschen weiter gegangen. Die steht jetzt dort hinten am Tor, so wie es aussieht. Ja, und so wie es aussieht, hat das Spiel mal wieder richtig Bock abzuruckeln hier. 460 Frames, ey. Immer schön chillig bleiben. So, Ashara, wie sieht's aus? Ashara, der Kaiser und meine Freundin sind in ernster Gefahr. Ich muss in den Palast gelangen. Ich habe von euren Taten am Außenposten von Kasim und in Alkarnus gehört. Mein Dank gehört euch und ich werde euch helfen. Hauptmann Ravan, diese Frau hat äußerst wichtige Informationen bezüglich des Massakers in den Grenzgebieten. Wir müssen unbedingt den Kaiser sprechen. Na schön. Aber ich glaube nicht, dass er dafür empfänglich sein wird. Lasst sie passieren. Ja, wahrscheinlich, weil der Typ wieder mal besessen ist. Ey, alle Leute sind immer besessen. Die Tore von Kaldeum. So, Ashara, was gibt's denn? Gehen wir. Ich führe euch zum Palast. Ja, sehr großzügig von dir. Wie kühn von euch, um eine Audienz bei mir zu bitten. Meine Wachen berichten mir, dass ihr für das Massaker an den unschuldigen Bürgern von Alkarnus verantwortlich seid. Na, Siggi. Glaubt diesen Lügen nicht. Was in Alkarnus geschehen ist, war das Werk der Diener von Belial, von Magda und ihrem Zirkel. Wenn ihr unschuldig seid, warum schleicht dann einer eurer Spione in der Kanalisation herum? Bringt sie herein! Lasst mich los! Ich verabscheue Gewalt. Wachen, ich überlasse dieses Problem euch. Ah, scheiße. Scheiße, ich wusste es doch. Ich wusste es doch. Jetzt habe ich wirklich ein Problem. Ich muss jetzt irgendwie... Oh, so, einmal, zweimal. Ich brauche mehr Zeit. Ich muss hier raus, ich muss hier raus. Fuck, Leute. Fuck, fuck, fuck. Helft mir! Fuck, 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 fuck you. Nein! Scheiße, Mann! Fuck! Okay. Eure Heldentaten werden unvergessen bleiben. Ja, ich wusste es doch. Ich wusste, dass ich jetzt hier draufgehen werde. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass Belial der Kaiser ist, beziehungsweise dass der Kaiser von Belial besessen ist. Ja, ich werde mal überlegen, wie das jetzt mit dem Let's Play weitergeht. Ich denke mal, ich will euch auf jeden Fall das Game ja noch zeigen, deswegen werden wir zumindest den normalen Modus durchzocken. Ich hoffe, es hat euch bis hierhin Spaß gemacht. Ich werde auf jeden Fall einen neuen Charakter anfangen. Und ja, wir sehen uns dann in-game wieder. Ah, der Part ist ja echt lang geworden. Tja. Brauche jetzt aber großartig eigentlich nichts mehr hinten dranhängen. 4 Minuten sind vergangen. Scheiße, die haben mich einfach umsingelt. Ich konnte wirklich nichts machen. Fuck. Nun gut, jetzt heißt es, einen neuen Charakter hochziehen. Ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Macht's gut, Leute. Hey, Leute. Ja, hier bin ich noch einmal kurz in der Halle der gefallenen Helden. Ja, ihr seht schon, Jana hat Stufe 18 erreicht. Knapp 7,5 Stunden habe ich mit ihr gespielt. 3777 Monster hat sie gekillt. Und ja, über 53.000 Gold hat sie für uns eingesammelt und letztendlich wurde sie von einem schlängelnden Täuscher getötet. Aber das haben wir alles gesehen. Ja, ich habe gerade mal das Video mir nochmal angeschaut und ich muss ja mal ganz ehrlich sagen, ich habe
während des Videos, also okay, also ich habe mir das Video, was ich aufgenommen habe, nochmal angeschaut, aber während des Ingame-Videos, ja, wo der Kaiser geredet hat, habe ich mir schon gedacht, scheiße, wenn die ganzen Wachen jetzt zu diesen Schlangen werden, dann habe ich ein ernsthaftes Problem und ich hatte wirklich da schon ein bisschen die Befürchtung, dass ich draufgehen werde. Deswegen bin ich halt auch abgehauen und ihr habt schon gesehen, wie die mich dann direkt umsingelt hatten. Ja, mit der Druckwelle konnte ich leider auch nicht mehr allzu viel ausrichten, denn die Unsichtbaren konnte ich nicht wegpushen. Und genau in die bin ich dann reingerannt. Wenn ihr nochmal zurückspult, werdet ihr es genau sehen, dass die Leute um mich herum weggefetzt sind, aber von vorne auf einmal ein paar, die unsichtbar waren, sich enttarnt haben. Und da konnte ich dann leider überhaupt nichts mehr machen. Ein Fehler, den ich auch noch gemacht habe, ich hatte nicht von dem Schuss zurück auf den Kettenblitz gewechselt, also von diesem magischen Geschoss, hätte ich lieber wieder zurückgehen sollen auf diesen Kettenblitz. Vielleicht ist jetzt natürlich alles nur Spekulation, aber vielleicht hätten wir es dann geschafft. Wer weiß es. Ein weiterer Schluss, den ich daraus gezogen habe, 700 Leben ist vielleicht ein bisschen wenig gewesen. Ich weiß es nicht. Es ist schwer einzuschätzen, weil früher war 700 schon eine ganz schöne Hausnummer. Auf Level 18 hatte man nie und nimmer 700 HP. Sind natürlich jetzt alles andere Maßstäbe und ja, fürs erste Mal, Level 18, ich habe mir eigentlich mehr erhofft, Leute. Ich habe eigentlich schon gehofft, dass ich, wenn, dann vielleicht beim Endgegner sterbe. Also ich hatte irgendwie schon ein bisschen mehr Respekt vor Magda. Klar, hätte ich vorher gewusst, dass diese ganzen Schlangenviecher jetzt beim Kaiser kommen, dann hätte ich da auch ein bisschen mehr Respekt wahrscheinlich vor gehabt. Aber jetzt ist es so, wie es ist. Ich werde einen neuen Helden anfangen und ja, an dieser Stelle kann ich euch dann ja mal eben den Helden zeigen, mit dem ich sonst so zocke. Das ist hier die liebe Alice, meine Dämonenjägerin. Ansonsten habe ich mir hier noch ein paar Charaktere schon mal erstellt, ein Barbaren ein bisschen angezockt, die anderen noch gar nicht. Und ihr seht schon hier, sie ist eigentlich auch ganz gut dabei. Ich finde, sie sieht auch extrem cool aus. Vor allem in-game hat sie noch diese Engelsflügel dann immer, die bei der Collector's Edition dabei waren. Da hat sie schon so ein bisschen was Engel-like. So ein bisschen zumindest. Nun gut, Leute. Ich würde mal sagen, ich erstelle dann morgen einen neuen Charakter. Für euch werde das, denke ich mal, direkt anknüpfen hier, das Let's Play, weil ich habe so einen riesen Puffer, dass ich gar kein Problem sehe. Also morgen kommt der neue Part. Ja, ich hoffe, es war unterhaltsam für euch, dass ich hier so früh abgereckt bin. Ich muss sagen, ich ärgere mich ein bisschen. Es ist in meinen Augen zu früh passiert. Aber gut, aus Fehlern lernt man. Das ist immer schon so gewesen im Hardcore-Modus. Da weiß ich nicht. Muss man sich dran gewöhnen. Wenn man Fehler macht, dann ist das meistens ein endgültiger Fehler. Und den werden wir garantiert kein zweites Mal mehr machen. Also Leute, wir sehen uns morgen wieder. Haut rein. Ciao.